Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man sich Log mit Basen merkt. Was das eigentlich bedeutet, sehen wir, wenn wir direkt reinsteigen. Und zwar kann ich ja schreiben, Log zur Basis 3 von 8. Und wir wissen ja normalerweise, das kann man auch irgendwie so als Bruch schreiben, wo dann hier oben und unten irgendein Logarithmus zur Basis e steht. Die Frage ist nur, kommt jetzt die 8 hier unten hin oder kommt jetzt die 8 hier oben hin? Gut, man kann das natürlich ganz leicht auch auswendig lernen und irgendwann merkt man sich's halt. Ich habe es immer wieder vergessen. Und der Trick, den ich inzwischen benutze, erstmal können wir sagen, die 3 kommt hier unten hin und die 8 kommt hier oben hin. Und der Trick, den ich mir zum Merken dafür benutze, ist, dass die Basis immer unten steht. Und was bedeutet das konkret? Wenn ich die Basis von irgendeinem Logarithmus schreiben will, dann ist das ja immer hier unten. Also entweder 3 oder 4 oder was auch immer. Und dann steht hier oben noch eine Zahl. Und auch hier ist es so, in dem Bruch, die Basis steht immer unten. Und das obere steht immer oben. Unten nach unten, oben nach oben. Die Basis steht immer unten. Ich habe den Satz so oft wiederholt, weil das ist der Satz, den ich mir merke. Die Basis steht immer unten. Mit dem Satz komme ich immer wieder an diese Formel dran.